Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Samstag, wie immer, gibt es ein neues Video von mir. Und zwar ist es diesmal ein sehr angefragtes Video von euch. Und ich glaube, ihr freut euch mega darauf, denn ihr wolltet es unbedingt sehen. Ich habe es jetzt schon lange hingezogen. Ich habe es euch, glaube ich, schon vor einem circa halben Jahr versprochen oder euch gefragt. Und jetzt kommt es endlich. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ich habe es auch am Mittwoch eigentlich schon angekündigt und... Halt, stopp, kleine Info, hätte ich beinahe vergessen. Schaut unbedingt bei dem Video von Mittwoch vorbei. Ich verlinke es euch einmal oben rechts beim i und hinten in der Infobox, denn es war mega, mega viel Arbeit und ich würde mich mega freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr seht ja jetzt, dass es kommt. Es ist das Reitergeschichten-Video. Also ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich jetzt hoffe, dass ihr euch freut. Okay, das war jetzt total unlogisch. Aber ich habe heute euch ganz, 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 ganz viel zu erzählen. Ich bin irre lang dran gesessen, die Bilder rauszusuchen, die Daten rauszusuchen, mir zu überlegen, was ich euch dazu erzählen werde. Einfach zu schauen, wie ich das Video gestalten werde, ob ich es mit Voice-Over machen soll oder ob ich einfach euch hier das erzählen soll. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es so, wie ich es jetzt gemacht habe. Und dann wünsche ich euch mega viel Spaß und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da habe ich noch eine kleine Frage an euch. Also viel Spaß mit dem Video. Eine kleine Anmerkung wollte ich noch machen. Und zwar, die Bilder sind leider nur abfotografiert, da sie alle analog waren, also halt im Bilderalbum. Und es war für mich einfach die einfachste Methode. Ich hoffe, die Qualität passt trotzdem einigermaßen. Und ich werde euch die immer hier irgendwo einblenden, also irgendwo mal schauen, vielleicht hier drüben, weil hier ein bisschen Platz ist. Mal gucken, ihr werdet es ja dann sehen. So, dann beginnen wir auch schon. Und zwar, ich bin mir gar nicht so sicher, wann das allererste Mal war, wo ich auf dem Pferd saß, welches Pferd es war, wo es war. Denn ich glaube, ich bin davor, vor diesen Bildern schon mal auf Pferden gesessen. Einfach nur drauf gesessen, sonst weiter nichts. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo genau und so weiter, aber das wollte ich einfach nochmal davor gesagt haben, weil das gehört ja auch irgendwie zum Reiten. Ich weiß es nicht. In unserer Nähe gibt es ja auch einen Märchenwald, also ihr wisst es natürlich nicht, weil ihr nicht wisst, wo ich wohne, aber da gibt es tatsächlich einen Märchenwald mit ganz vielen Märchenfiguren. Ich denke, ihr kennt alle Märchenwälder. Mit so ein paar Stationen halt. Und da gab es auch so Schweine. Da kann ich euch mal ein Bild davon einblenden. Die bin ich auch sehr gerne geritten. Mit denen konnte man so im Kreis reiten, glaube ich mal. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und außerdem standen auch Ponys oder stehen jetzt Ponys. Auf denen bin ich auch ein bisschen geritten oder bin halt ein bisschen geführt worden. Davon habe ich allerdings leider kein Bild. Wie gesagt, nur von dem Schweinchen, das ich da reite. Und das nächste Bild kann ich jetzt an eine bestimmte Jahreszahl endlich binden. Und zwar an die Jahreszeit 2006, da ich mich sogar noch erinnern kann, dass ich an meinem ersten Schultag in den Erlebnispark durfte mit eine Bekannten, mit denen wir zuvor schon einiges zu tun hatten. Und da gab es halt jede Menge Spielsachen. Also ist halt so ein Park mit Schaukel, Rutsche, keine Ahnung was für Stationen. Jedenfalls gab es auch einen Stall. Da konnte man sich Pferde ausleihen und durch den ganzen Park führen. Und egal wie lang, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja irre lang her. Da war ich erst 6. Und es ist schon 10 Jahre her ungefähr. Jedenfalls haben wir uns da, glaube ich, ein Pferd ausgeliehen oder so und wollten uns eigentlich abwechseln, also mit dem Reiten. Ich kann euch hier auch mal ein Bild einblenden an der Stelle. Da führt mich meine Mama und daneben steht, glaube ich, meine Schwester. Genau, und da saß ich droben und zu meinem Glück hatten die Bekannten, also der andere, der auch zur Schule gekommen ist, so viel Angst, dass der gar nicht reiten wollte und haha, was für ein Pech, dann bin ich halt die ganze Runde geritten. Hat mir auch sehr leid getan. Ich wollte unbedingt runter von dem Pferd. Könnt ihr euch ja alle denken. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, das war also so das erste Mal auch noch, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich geführt wurde. Nicht nur vom Bild abhängig, sondern da kann ich mich auch wirklich dran erinnern. Und das war mega, mega cool. Und ich wollte noch sagen, genau, die nächsten 2 Jahre sind wir da auch noch hingefahren, da die Bekannten noch einen jüngeren Sohn hatten und ich ja meine Schwester. Deswegen sind wir da jeweils am ersten Schultag nochmal hingefahren. So, die nächste Station war 2007 und zwar waren wir im Urlaub in Österreich auf einem Campingplatz und da gab es so eine Westernstadt mit Saloon, Edelsteinschürfen,
weiß der Geier was alles. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was es alles genau gab. Jedenfalls gab es auch einen Stall mit Pferden und einen Reitplatz, so einen kleinen, glaube ich. Und ja, da konnte man halt reiten und da wurde ich geführt von meiner Mama. Da seht ihr jetzt auch ein Bild von. Und ja, das war much fun. Aber ich kann mich leider nicht mehr so viel dran erinnern. So crazy es auch klingen möchte, da es ziemlich verrückt ist. Aber ab dem Zeitpunkt wollte ich ein eigenes Pferd definitiv haben. Ja, wie soll man zu dem Zeitpunkt ein eigenes Pferd haben? Frage ich mich jetzt natürlich. Aber naja, damals war ich ja noch 7, eine kleine Prinzessin und wollte einfach nur ein Pferd. Und ich muss sagen, meine Eltern sind im Laufe der Zeit sehr kreativ geworden, ne? Was meinen Pferdewunsch betrifft. Und ich finde es auch echt cool eigentlich, dass sie so drauf eingegangen sind. Sie haben mir zwar bisher noch nie ein eigenes Pferd gekauft, so ein echtes. Aber sind doch sehr kreativ geworden, was dem teilweise sehr nahe kommt. Jedenfalls habe ich da zu Weihnachten dann ein Pferd bekommen, was ihr jetzt auch seht, inklusive Stall. Was ich auch ganz cool fand, war halt so eine fette Hütte da in unserem Wohnzimmer. Das war ein mega, mega cooles Geschenk. Ich habe mich so doll drüber gefreut. Endlich ein Pferd, auf dem konnte ich auch reiten, wie ihr sehen könnt. Und es war halt richtig schön meine Größe. Ich konnte halt mit den Füßen, mit meinem Bein an den Boden. Ich denke mal, das war auch so gedacht. Außerdem konnte es Laute von sich geben, so Galoppgeräusche und Wiehern, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe das sogar noch zu Hause. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das steht im Dachboden. Ja, inzwischen bin ich natürlich viel zu groß dafür geworden. Ich denke mal, das war nicht größer als einen halben Meter, wenn überhaupt. Naja, jedenfalls hat es jede Menge Ausrüstung gehabt, was ihr auf diesem Bild hier seht, so einigermaßen. Also es hatte eine Trense, hatte Sattel mit Steigbügel und Vorderzeug und ich glaube, das war es sogar schon. Später hat es dann noch so einen Kasten bekommen, wo was draufstellen konnten. Das haben meine Eltern direkt angepasst. Ihr könnt nämlich wissen, dass mein Papa Schreiner gelernt hat. Ja, und eine eigene Holzwerkstatt daheim hat, also von dem her war das sehr holzlastig auch mit den Pferden, aber das werdet ihr später noch sehen. Genau, und da haben sie mir halt so ein Pferdeanhänger, sag ich mal, also jetzt keinen, wo man reinstellt, sondern wo man ziehen konnte mit Rollen, da konnte ich dann mit dem Pferd spazieren gehen. Wer hat das Bild genau angeschaut? Ich sitze da im Damensitz, da bin ich ja immer mega stolz auf mich mit meinen 7 Kessenjahren. Konnte ich schon im Damensitz reiten. Na, wenn das mal keine wahre Prinzessin war. Und mit den Haaren. So, da das hier jetzt mal meine Reitgeschichte ist, muss ich natürlich alles mit reinnehmen, was mit Reiten zu tun hat. Wie das Schweinchen am Anfang. Dieses Bild hier ist natürlich vom Bullreiten. Klar, habe ich immer gemacht. Ich war voll der Cowboy. Nein, das ist eher so zum Spaß entstanden, aber ich denke, das könnt ihr euch denken. Das war dann 2008. So, wir befinden uns jetzt im Jahre 2009. Das wird jetzt eine etwas längere und ausführlichere Geschichte. Wir waren an einem Campingplatz wieder, Sommerurlaub, denke ich mal, Turnersee in Kärnten. Ne? Und da war so eine Art Indianerdorf. Mir fällt gerade auf, Westerndorf, Indianerdorf, jedenfalls ein Campingplatz, da war so ein Tipi aufgebaut und da gab es natürlich auch Pferde, wie sollte es auch anders sein. Jedenfalls haben wir, genau, da konnte man dann geführt werden von so einer Art Indianer, der sah wirklich so ein bisschen aus wie Winnetou, fand ich. Ich überlege gerade, ob Winnetou ein Indianer ist. Ja, ist er. Geniale Idee. Ja, und da wurden wir dann geführt, genau. Wie ihr auf diesem Bild jetzt sehen könnt, also wurde ich von ihm geführt. Und da habe ich, man durfte halt zu den Pferden hin, die ein bisschen streicheln. Und ich weiß nicht mehr genau warum, jedenfalls hat mich dieses Pferd so abartig in die Schulter reingebissen. Ne? Ich hatte da richtig den Abdruck von den Zähnen und das noch eine Woche oder 2 Wochen später. Das war so meine richtige erste pferdige Verletzung, die ich bekommen habe, da mich Pferde davor Gott sei Dank noch nie gebissen haben. Das war total schmerzhaft. Ich glaube, das war hier meine linke Schulter. Von euch aus gesehen natürlich jetzt rechts. Genau, also es tat fürchterlich weh und es war das erste Mal, dass das Pferd irgendwie was angetan hat.
Damit hat es aber Gott sei Dank noch nicht geendet, der Urlaub, denn es gab so eine Art Kinderferienprogramm für den Campingplatz extra. Da war auch Reiten dabei, denn in der Nähe gab es einen Hof mit allen möglichen verschiedenen Pferderassen. Ne? Also ich glaube, das war jetzt auf keine beschränkt. Jedenfalls kann ich das jetzt den Bildern nicht entnehmen. Und da haben wir dann, oder habe ich dann meine erste Reitstunde so richtig bekommen. Natürlich kleine Gruppenstunde mit meiner Schwester auch. Da könnt ihr jetzt mal sehen, das war einfach nur in der Reihe reiten. Das Schreckliche war leider, wir waren auf dem Platz draußen. Es hatte 35 Grad im Schatten. Dieser Platz war in der prallen Sonne. Wir haben uns totgeschwitzt. Wir sind geschmolzen auf den Pferden, kann ich euch sagen. Und ich vertrage Hitze sowieso nicht so gut. Und es war nahezu der Tod für mich. Und ich bin froh eigentlich. Ich wundere mich, dass ich dann nicht gleich wieder mit dem Reiten aufgehört habe. Ja. Aber da bin ich dann tatsächlich 4 oder 5 Mal hingegangen, habe da das Reiten so richtig gelernt. Ihr könnt jetzt auch noch sehen, die Pferde, die ich geritten bin. Ich glaube, das waren zwei verschiedene. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Auf dem Reiterhof habe ich Schritt und Trab gelernt zu reiten. Und da habe ich mich auch relativ sicher gefühlt und bin das auch so einige Jahre dann geritten. Auf dem Hof waren wir leider nie wieder. Ich weiß auch nicht, wie die Pferde heißen, weil das waren eigentlich die ersten richtigen Reitversuche, halt ohne dass irgendjemand führt. Klar, es war in einer Reihe, die Pferde liefen stur hintereinander her, aber für mich war das so das erste Mal reiten. So, jetzt fängt der nächste sehr große Part in meinem Leben an, was meine Reitergeschichte betrifft. Denn an diesem Stall war ich, glaube ich, 3, 4 Jahre ungefähr. Jedenfalls hat meine Freundin, also ein bisschen jünger war sie als ich, war da halt reiten, ist der Nachbarort. Übrigens immer noch der gleiche Ort, wie wo ich jetzt reite, halt nur in einem anderen Stall. Der war privat eher, würde ich sagen. Eine Familie, die 4 Pferde hatten. Und genau, da bin ich eigentlich immer auf dem weißen Pferd geritten. Da kann ich jetzt mal ein Bild einblenden. Der hieß Kokino und die haben immer so eine Art Ponyclub angeboten, ne? Wo sie halt ihre 4 Pferde dabei hatten, ne? Und dann so 5 bis 6 Reiter. Wir haben halt dann immer zusammengeholfen, haben die Pferde eigentlich zusammen geputzt, eigentlich. Und haben uns dann durchgewechselt mit Reiten und man durfte dann halt so nebenher laufen und die Pferde führen oder einfach nur nebenher laufen. Im Winter sind wir dann noch teilweise Schlitten gefahren, dass sich einer hinten auf den Schlitten gesessen hat, meine ich mich erinnern zu können. Ist alles schon etwas länger her. Wie ja gerade eben erwähnt, haben wir zusammen eigentlich geputzt, da diesen Schimmel aber leider nie jemand putzen wollte, weil er ja auch sehr dreckig manchmal, glaube ich, war. Ja, ich wollte ihn jedenfalls putzen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, damals schon. Und dann habe ich ihn halt geputzt und dadurch hatte ich auch einen kleinen Vorteil. Da wurde ich halt einfach bevorzugt, was das Reiten angeht. Ich durfte ihn als erstes reiten, ich durfte ihn ein bisschen länger reiten als die anderen. Ja, einfach weil, also ich mochte ihn mega, mega gerne und ja, ich würde es nicht sagen, wir waren das Traumteam, wenn ich jetzt mich mit der Sif anschaue. Aber ich denke, wir waren doch ein gutes Team für den Anfang. Hoffe ich jedenfalls. Genau. Jedenfalls hat sich dieser Ponyclub irgendwann dann aufgelöst. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, weshalb. Ist ja auch egal. Jedenfalls bin ich da dann weitergeritten, ne? Weiterhin immer noch auf dem Kokino. Bisher einfach nur Schritt Trab, da ich mich auf diesem großen Pferd nicht galoppieren getraut habe. Ich bin allerdings auch nie wirklich auf den anderen Pferden geritten. Also ich kann mich jetzt mal in ein, zweimal oder da so, dass wir durchgetauscht haben mal untereinander, weil ich ja da mit meiner Schwester und meiner Freundin geritten bin. Aber ich bin eigentlich immer den geritten. Das war halt einfach so mein Liebling, würde ich es mal sagen. Aber ich war halt ein kleiner Schisshase und habe mich da nicht wirklich getraut, auf ihm zu galoppieren. Wo wir gerade beim Thema Schisshase sind, wie ihr auf diesem Bild hier erkennen könnt, ist dann an meinem Sattel jetzt keine Steigbügel dran. Ich denke, ihr könnt es relativ gut sehen, hoffe ich mal. Ja, ich hatte nämlich auch Schiss und habe mir so eingebildet, ich habe so kleine Füße, ich bleibe irgendwann in diesem Steigbügel hängen, auch wenn nichts passiert. Am Trab bleibe ich einfach hängen, weil ich irgendwie durchrutsche. Ich hatte da echt panisch Angst. Und deswegen, beste Möglichkeit. Lassen wir doch die Steigbügel einfach weg. Ich weiß echt nicht, wie ich das gemacht habe. Und ich glaube, es war zwischen 2 und 3 Jahren, wo ich ohne Steigbügel geritten bin. Auch leicht Trab, wer mir das jetzt nicht glaubt, wirklich leicht Trab. Und ich habe dann irgendwann auch mal 5 Minuten am Stück leicht traben können. Ohne Steigbügel.
also oder länger, ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall hat die Strecken dann immer mehr ausgedehnt, umso besser ich das aushalten konnte. Gott sei Dank haben sich die anderen da relativ nach mir gerichtet. Ja, das war mega anstrengend. Ich hatte da so eine Beinmuskulatur, glaube ich. So, in dem nächsten Bild seht ihr jetzt, dass ich auf dem Pferd einen Fellsattel habe. Ich glaube, also ich meine es erkennen zu können. Ich weiß auch, dass ich viel mit Fellsattel geritten bin und eben dann ohne Steigbügel, aber ich weiß es nicht genau. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt der Fellsattel ist, aber ich bin viel mit Fellsattel geritten. Da ich unter anderem auch sehr viel Probleme mit meiner Leiste hatte, die hat sich immer wieder verzwickt. Ich konnte nicht lange in dem normalen Sattel sitzen, ne? Wir haben verschiedene Sättel dann ausprobiert von den anderen Pferden, ob da einer besser passt. Natürlich haben wir dann auch auf das Pferd geschaut, ob das dem Pferd passt. Ich glaube, das Pferd hat dann auch noch so einen spanischen Sattel gehabt oder von wem auch immer der war. Der war auch nicht schlecht. War halt, also ich denke mal, dass es spanisch war, war vorne und hinten relativ begrenzt, sage ich mal. War eigentlich auch ganz cool, man konnte halt nur nicht so schnell absteigen. Ne? Was ich relativ oft gemacht habe, wenn die anderen galoppiert sind, bin ich nämlich immer abgestiegen und habe das Pferd halt geführt, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Und jedenfalls bin ich viel mit dem Fellsattel geritten und leider ist er mir dabei auch einmal durchgegangen. Aber er hat sich erschreckt vor so einer Plane und ich war natürlich noch total klein und habe da nicht viel machen können. Hab den dann Gott sei Dank in den Zirkel auf die Volte bekommen und konnten wieder durchparieren. Das war dann auch mein Galopp auf ihm, mein ziemlich einzigster, glaube ich. Und der war sehr, sehr schnell. Nachdem wollte ich dann auch nicht galoppieren, weil er eben sehr schnell war. Da wir gerade bei diesem Thema sind, das ist etwas später passiert. Also nee, weil jetzt erzähle ich euch gleich von was. Ich will hier noch kurz abschließen. Ich bin außerdem mal von einem Pferd von denen runtergefallen. Schritt hat sich vor irgendwas erschrocken, vor einem Bulldog oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat es einen Bocksprung oder so ein Sprung gemacht und ich konnte mich nicht halten. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben, weil die jetzt eigentlich nie so wirklich was gemacht haben und hat es mich natürlich runtergehauen, habe ich mir ordentlich das Steißbein geprellt. Ihr müsst wissen, wenn es mich runterhaut, schmeißt es mich meistens auf Steißbein, ist meistens geprellt und das war gut. Natürlich hatte ich dann eine Reitpause, weil es höllisch wehgetan hat und ich konnte ewig nicht im Sattel sitzen. Aber wie gesagt, es war ein bisschen später.